Liebe Lourdes-Pilgerinnen und Lourdes-Pilger, wir begrüßen Sie herzlich zum Kreuzweggebet bei der virtuellen Wallfahrt nach Lourdes. Mit mir beten Herr Diakon Andreas Martin, der Leiter der Augsburger Pilgerstelle, und Frau Christina Ringer vom Pilgerbüro in München, die sonst immer die Lourdes-Wallfahrt organisiert. Wir sind im Schwäbischen, beim Kloster Wettenhausen, beim Kreuzweg, der wunderbar in der Natur liegt, der schon 170 Jahre alt ist, von Pfarrer Georg Meyer 1851 mit vielen Spenden geschaffen. Wir greifen ein paar Stationen des Kreuzwegs heraus. Wir wollen Sie anregen, selber zu Hause den Kreuzweg zu beten. Nehmen Sie das Gotteslob Nummer 683, beten Sie selber heute den Kreuzweg. Wir begleiten Sie jetzt bei ein paar Stationen. Erste Station, Jesus wird zum Tode verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Was soll ich dann mit Jesus tun, den ihr den Messias nennt? Da schrien sie alle ans Kreuz mit ihm. Er erwiderte, was hat er denn für ein Verbrechen begangen? Da schrien sie noch lauter, ans Kreuz mit ihm. Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. Herr, du bist ungerecht verurteilt worden. Obwohl du schuldlos warst, wurdest du beschuldigt. Lass uns niemals vergessen, wie schnell wir bereit sind, einen anderen zu verurteilen. Lass uns gerecht sein und bewahre uns vor lieblosen Vorurteilen. Herr, erbarme dich. Erbarme dich unser. Erbarme dich unserer Zeit. Jeder Mensch muss Kreuze tragen. Ein Schicksalsschlag, eine Krankheit, eine Behinderung, ein anderes Leid. Wenn wir jetzt den Kreuzweg weitergehen, Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern, und Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz, dann kennt diese Erfahrung jeder. Auf dem Kreuzweg in Lourdes bekommen wir neue Kraft. Jesus wird Begleiter unseres Kreuzwegs. Er läuft nicht vor dem Kreuz davon, er nimmt es auf sich. Der Vater im Himmel gibt ihm die Kraft, wieder aufzustehen. Vierte Station, Jesus begegnet seiner Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Herr, deine Mutter Maria soll uns ein Vorbild sein. Sie hat dich in der größten Not nicht allein gelassen und hat deine Nähe gesucht. Sie war bei dir. So lass uns immer für die Schmerzen und Nöte der Mitmenschen offen und hellhörig bleiben. Mache uns zu Werkzeugen deiner Liebe und deines Trostes. Unsere liebe Frau von Lourdes, bitte für uns. Der Kreuzweg Jesu geht weiter, er wird immer schwerer, aber Jesus spürt nun Hilfe. Simon von Cyrene
wird gezwungen, Jesus das Kreuz zu tragen. Hätte er gewusst, dass das der Sohn Gottes ist, er hätte es liebend gerne getan. Wir kommen zur Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Veronika kann nicht so viel tun, aber das kühle, erfrischende Tuch hilft Jesus weiter. Es kommen die weinenden Frauen. Sie zeigen Jesus ihr Mitleid. Der kranke Lourdes-Pilger erfährt dies real, wenn er in Lourdes unterstützt wird. So viele liebende Handgriffe. Die Schwestern, die Pfleger, die Ärzte, die Rollstuhlschieber, alle, die mithelfen, dass es den kranken Pilgern gut geht, sie übernehmen diesen Dienst, den Jesus auf dem Kreuzweg spürt. Wir gehen weiter, wir kommen zur 10. Station, Jesus wird seiner Kleider beraubt. Und die 11. Station, Jesus wird ans Kreuz genagelt. Unglaubliches muss er aushalten. Es ist kaum vorzustellen, unbegreiflich. Er schafft das nur mit der Hilfe seines Vaters im Himmel. Die Kreuzigung Jesu hat im Alten Testament schon ihren Vorlauf. Wir denken an das Opfer des Abraham, der seinen Sohn opfern sollte. Abraham musste es nicht tun, aber Gott hat seinen eigenen Sohn geopfert. Und ein Vorläufer des Bildes des Kreuzes ist die eherne Schlange des Mose in der Wüste, als Gott durch den Blick auf die eherne Schlange die Israeliten gerettet hat. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Zwölfte Station, Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe deinen Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Jesus, deine Liebe ist ohne Grenzen. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Herr, erbarme dich. Erbarme dich unser, erbarme dich unserer Zeit. Wir sind schon am Höhepunkt des Kreuzwegs von Wettenhausen. Wir sehen eine mächtige, monumentale Kreuzigungsszene. Sie erinnert uns stark an die große Kreuzigungsgruppe in Lourdes auf dem Kreuzberg. Am Karfreitagabend wurde Jesus vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Ein herzzerreißender Moment für Maria. Jesus hat ausgelitten, ihr Leiden geht weiter. Die Kranken von der ganzen Welt fühlen sich bei Maria verstanden. Der große Schmerz, den toten Sohn auf dem Schoß zu halten. Aber auch die Hoffnung, die Maria erlebt hat,
er lebt wieder, er hat alles überstanden und der Glaube von Maria hat sich bewährt. Da finden viele Gläubige im Gebet zur Pietà selber Hoffnung und Kraft. Jesus wird ins Grab gelegt, am dritten Tag ist er auferstanden. Beim Kreuzweg in Wettenhausen wird das eindrucksvoll mit einem lichtvollen Fenster dargestellt. Der Kreuzweg in Wettenhausen endet mit der Lourdesgrotte. Wir hoffen, Sie haben bei unserer Gebetszeit etwas von der Hoffnung des Kreuzwegs gespürt, etwas von der Hoffnung von Lourdes. Und wir hoffen, dass Sie nächstes Jahr, so Gott will, richtig bei der Wallfahrt nach Lourdes teilnehmen können. Jetzt erbitte ich für uns alle Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch und alle, für die wir gebetet haben, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gibt.